Robert und Carmen sind gerade mitsamt Indigo Star vor den Balearen gestrandet. Und schon am ersten Morgen auf Mallorca ist Robert scheinbar mit dem falschen Fuß aufgestanden. Würden wir jetzt, auch wenn das aktuell ihr Hauptproblem ist, an der Ferse nichts machen und würden einfach diesen akuten Schmerz hier beseitigen mit ein paar oberflächlichen und in den Muskel reingehenden Injektionen von dem Mittel. Davon bin ich überzeugt, dass Ihnen das hilft. Ach, das ist Pick-Pick. Ja, da freust du dich, ne? Pick-Pick. Willst du auch was haben? Nein, danke. Ja, der hat ja vor ein paar Monaten einen Unfall gehabt und ist umgeknickt. Er hat sich die Achillesferse verletzt und hat heute immer noch Probleme, nach fast 8 Monaten. Und egal, wo wir dann sind, lassen wir dann schon mal jemanden darüber schauen. Ja, ich muss mich jetzt erstmal darauf vorbereiten, weil sie hat mir gesagt, die Ferse, die mir tatsächlich wehtut, die möchte sie nicht spritzen, weil das Spritzen so wehtut, dass im Vergleich zu dem, wie die Ferse jetzt ist, das hinterher keinen großen Sinn macht. Im oberen Bereich hier ins Fleisch rein, da will sie jetzt reingehen. Wobei, wenn ich hier schon drüber packe, tut es weh. Ich denke mal, auch so eine Spritze wird wehtun. Aber wir sind mal gespannt. Also sie will das jetzt hier irgendwie wegspritzen, das Ganze. Nur hier unten eben nicht. Ich würde mal sagen, dass in der Tat sind das ja Männer in der Regel sowieso schmerzempfindlicher als Frauen. Das ist mein Robert auch. So, ich gehe jetzt ins Schlafzimmer, mit Spritze geben lassen. Mit einer fremden Frau? Kann das ja nicht hier machen, auf der Couch. Und in der Küche geht auch nicht. Und am Esszimmertisch sieht auch ein bisschen blöd aus. Also machen wir es im Bett. Komm, ich nehme auch meine Frau mit. Ich nehme meine Frau mit zur Kontrolle. Carmen, geh lieber mit. Im Bett. So, ja. Carmen, komm, du musst assistieren, du musst ja meine Hand halten. Ja, ihr müsst. Ach so, jetzt geht das los, der ist wie Davina, jetzt muss ich auch das Händchen halten. Ich habe die Schmerzen im Fuß leider Gottes jetzt mittlerweile schon ein paar Monate. Ich habe mich verknackst, habe mir dabei die Achillessehne angerissen und das ist sehr schmerzhaft und dauert sehr, sehr lange. Und ich versuche jetzt mal mit irgendwelchen Spritzen das Ganze zu beschleunigen. Ich habe jetzt hier, Angst. Ne? Ja. Komm, tu mal das Beinchen hoch. Ich muss den OP präparieren. Ja, ja, das macht dir jetzt Spaß. Zieh bitte eine Maske an, damit du auch aussiehst wie eine OP-Schwester. So, du bist ja auch immer so, weißt du, freust dich ja auch immer, wenn sie mir wehtun. So. Das dünne oder dicke Nadel? Dicke, ganz dick. Also so fingerdick. Ich würde schauen, wie sie so mitmachen. Für die Oberfläche habe ich die dünnen und wenn es dann ein bisschen tiefer geht, würde ich eventuell mitteldicken benutzen. Legen Sie sich doch noch mal auf den Bauch. Um wie viel Spritzen handelt es sich denn? Oh. Ich mache und dann sprechen wir nachher noch mal drüber, okay? Ja. Also scheint es ja mehr als eine zu sein. Wir wollen Urlaub machen auf Mallorca, Ibiza. Und das möchte ich natürlich nicht mit Schmerzen tun. Und deshalb tue ich mir die Tortur jetzt an. Oh, mein Schatz. Sollten wir den nicht vorher betäuben oder so? Nee, das schaffen sie ohne Betäubung. Jetzt geht's los. Ich zuck jetzt schon. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch gar nichts gemacht. Vielleicht sollten wir erstmal die Stellen nehmen, die nicht wehtun. Was hat das dann für einen Sinn? Weiß ich nicht. Großzügig, eins wird kalt und nass. Ja. Aber. Soll ich die Händchen halten? Aber großzügig ein, ja. Aber nicht wie deine Tochter. Guck mal, schon das Einsprühen tut weh, ne? Wieso? Ja, weil das alles irgendwie gereizt ist. Ich weiß auch nicht. Wirklich? Also ist das Quatsch oder wirklich? Nee, das ist wirklich. Also. Das tut weh? Das ist gereizt. Also wenn man ja schon, ich habe ja eben gezeigt, wenn man schon mit dem Fingernagel da drüber geht, tut es weh. Deine Tochter bricht mir immer die Hand, ne? Wenn ich bei der Epilation bin. Zum Beispiel muss der ja auch immer die Hand halten. Ne? Sind wir schon am Start? Ja, ist ja schon vorbei. Nee, das kann nicht vorbei sein, Carmen. 100% ist es nicht vorbei. Schon das Reiben tut weh. Ach, Püppes. Warum habe ich das mit der Hand gesagt? Ich glaube, ich brauche gleich eine neue Kauleiste. Kann man doch ein Stück Holz haben. Oh, ruf schon mal den Zahnarzt an, sagt, der soll neue Zähne fertig machen. Die beiße ich jetzt gleich kaputt. Okay, das war die tiefe Schicht. Oh, das war das Schlimme? Ja. Oh, da sind wir da vorbei. Oh, oh Gott.
Gott. Oh, das hat wehgetan. Das habe ich gemerkt. Ist gleich geschafft. Brennt das? Du bist aber tapfer. Du kriegst gleich von mir ein Fläschchen Wein. Ich fertig. Es ist toll, wenn der Schmerz nachlässt. Glaub's mir. Jetzt hat er mir schon leid getan. Ich habe da auch mal kurz hingeguckt und habe gedacht, ups, das war schon groß. So, noch ein Pflästerchen drauf. Tapfer war er, der kleine Robert. Ich würde jetzt erstmal davon abhängig machen, wie die nächsten Tage sind. Es sollte schon eine deutliche Besserung, zumindest dieser ganz akuten Schmerzen eintreten. Okay, dann bin ich mal gespannt. Wie geht's dir jetzt, Schatz? Ja, jetzt geht's wieder gut. Jetzt ist die Nadel ja raus. Auf dem Sonnendeck wird die Wunde jetzt erstmal mit UV-Strahlung behandelt. Außerdem lauert hier noch eine kleine Revanche auf. Carmen, komm mal bitte. Warten wir nicht gehen? Doch, ich genieße das Wetter, ich genieße die Aussicht, ich genieße alles. Und wir fahren jetzt mit dem Boot zum Beachclub. Ah, okay. Wir präparieren jetzt das Boot und dann geht's los. Ah, okay. Ja. Ah, oh, hier ist schön warm. Ne? Ist cool, ne? Ja. Oh, herrlich. Die Kathedrale ist auch so schön, ne? Oh, das ist schon herrlich, ne? Wenn du hier liest, ach, oh, ist das schön. Oh, die Kissen sind auch geil, oder? Ich finde, die haben wir richtig schön von der Farbe ausgesucht, oder? Was ist? Robert. Was guckst du so blöd? Das ist aber ein Penthouse, das ist aber geil, ne? Wo? Da oben. Siehst du das? Nee. Schon nicht. Robert, da sind viele. Guck mal, ich hab mal was vorbereitet. Guck mal, ich hab was Neues. Guck mal. Was? Oh. Guck mal, was ist ich das? Habe. Guck mal. So. Ich habe etwas gekauft. Ah, Schatz! Pass auf, ich. Für mich? Nee, für mich. Für dich? Ja. Ah, nicht für mich? Nicht zu früh, Freund. Die ist aber schön. Das ist eine Kette. Ja. Ist kein Tampon, ne? Ist kein Tampon. Ne, ist auch guck, kein siehste? Vibrator. Da sind Brillanten vorne drauf. Aha. Ne? Und das Ganze nennt sich Understatement. Das heißt also für Leute, die kein Geld mehr brauchen. Ah, warum? Das ist, wo ich ja auch meinen Ring von habe. Hier haben die ein paar Brillis eingebaut. Ja. Was haben sie hier drin? Auch Brillis. Die großen Brillis. Ja. So, und die haben eine Technik geil. Entwickelt. Guck mal hier, hier ist ein Loch. Ja. Und da passen immer mehr Brillis rein. Das heißt also, du kannst dir jetzt zu jedem Geburtstag Brillis und zu Weihnachten Brillis schenken lassen. Ich schmeiß die hier rein, wie eine Spardose. Bis das und irgendwann ist das Ding voll. Und wenn du das nicht mehr hörst, sind schlecht. Da einiges an Brillanten drin. Und hier habe ich direkt schon Brillanten, die da reinpassen. Ach, das ist ja zwei. Schön. So, und mit jedem Brillant, den du reinschmeißt, so haben die mir das auf jeden Fall erklärt, musst du dir was wünschen und dann gehen die in Erfüllung. Am besten wünschst du dir nach dem zweiten den dritten Brillanten, damit der dann auch kommt. Ich habe schon einen reingeschmissen, habe mir was gewünscht. Aber ich bin immer noch da. Ja, war dann der falsche Wunsch. Also willst du haben oder willst du nicht haben? Ich will haben! Ja, warte, müssen wir erst mal freundlich sein. Die passt ja viel besser glaub ich, Spinne. Auf mein... Ach, die ist ja so, so schön. Wollen Sie diese Frau heiraten? Nein, nein, nein. Happy life, happy life. Womit habe ich das denn verdient? So, ich bin ja ein cleverer Mensch und möchte heute einen schönen Tag genießen bzw. einen super Urlaub haben. Deswegen happy wife. Ich muss sagen, der hat immer ab und zu mal schöne Überraschungen für mich parat. Da freue ich mich. Also wie die Kette zum Beispiel ist natürlich der Hammer wieder. Ne? War das eine schöne Überraschung? Oh, die ist sehr schön, die Überraschung. Dann holen wir mal ein Bier. Warte. Da geht schon los. Es geht schon los. Und da der schmerzbefreite Robert gerade in Geberlaune ist, geht es direkt weiter. Wir haben für den Andreas, am Ende könnte man auch sagen, Überraschung. Je nachdem, wie man sieht, wir haben eine Überraschung für ihn, aber das Golfen ist nicht die Überraschung. Die Überraschung folgt auf den Fuß.
Kannst du golfen? Ah, ja, na, so. Das ist schon mal was. Guck, wir haben professionelle Golflehrer dabei, die uns am Ende des Tages helfen, damit wir den Schläger nicht kaputt machen. Der ein oder andere hat ihn bestimmt erkannt. Es ist Sven Ottke, Profiboxer, Weltmeister. Wir kennen den Sven natürlich schon sehr, sehr lange von den damaligen Boxkämpfen, wo wir immer waren, und haben uns auch gefreut, Henry Maske, Axel Schulz. So langer Zeit, ihn mal wiederzusehen. So, wir haben natürlich den also, Sven. Also, jeder hat einen Trainer. Wir haben den Sven. Ja. Okay. Du hast eine Trainerin. Oh. Das ist die Überraschung. Die Trainerin, die Trainerin, ich glaube, die sieht gut aus. Das einzige Haken an der Trainerin ist die Louis Vuitton-Tasche auf der Seite. Geh mal hin. Wieso? Geh mal. Na komm. Trainerin! Robert und Carmen haben Andreas' Frau heimlich einfliegen lassen. Na, wenn das keine gelungene Überraschung ist. Freust du dich? Freust du dich? Dankeschön. Ja, ich glaube, dass die Überraschung ganz gut angekommen ist, weil der Ballermann ist ja, glaube ich, nach wie vor zu. Also hier wäre auch keine Party abgegangen. Also ich glaube, er ist froh, dass seine Frau hier ist.